Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier beim Amusement Simulator, Park Simulator. Wir sollen, links oben steht, Erfahrungsmission, kaufen, platziere, Vogelschießen. Deswegen bin ich ja dann beim letzten Mal schon mal hierher gefahren. Vogelschießen kostet 1000 und bringt uns 100 Dollar pro Ticket. Das ist natürlich nicht schlecht, ne? Da müssen wir natürlich noch ein wenig warten, aber ist okay. Ist okay, halt. Mitnehmen, nicht vergessen. So, ich habe eine E-Mail, habe ich gerade gesehen. Da haben wir nichts. Drei E-Mails, okay. Verband der Hotdog stand es kurz davor, ausverkauft zu sein. Oh je. Ja, ist okay. Dann werden wir jetzt halt auch gleich Vorräte kaufen. Mach das Laptop aus. Lagergeschäft, genau. Lass mich rein. Hotdog. Haben wir nämlich nur noch eins. Jawohl, da haben wir unser Geld los, haben wir jetzt ja zumindest 51 im Bestand, das ist doch schon mal gut. So. Wird wahrscheinlich später dann kein Problem sein, da Vorräte zu kaufen. Jetzt fahren wir mal noch hinter zum Casino, weil da haben wir ja das Geld noch nicht abgeholt. Vielleicht ist es so viel, dass wir uns sogar gleich nochmal eine Aktie kaufen können. Schauen wir mal. Weil drei Stück haben wir ja, ne? So, lasst uns mal gucken. 873. Wow. Mein Gut, können wir uns jetzt keine neue Aktie leisten, aber das ist auf jeden Fall, was ist jetzt? Nochmal E-Mail. Hotdog-Stand ist kurz, ja, das habe ich schon gelöscht. Kaufen Sie neue Parkflächen, um mehr Kunden zu bekommen. Ja, eins nach dem anderen. Mach doch keine so Hektik. Eins nach dem anderen. Jetzt machen wir erst einmal den Vogelschießen-Dingsbums-Stand, der uns hoffentlich dann auch nochmal richtig gut Geld beschert. Und dann können wir natürlich auch nochmal Parkplatz ausbauen, ne? Das ist ganz klar. So, wir haben Sprit, glaube ich, irgendwas mit 33. Da könnten wir eigentlich gleich mal uns einen Tank kaufen. Da können wir jetzt sogar den großen, der 28. Schauen wir mal. Na ja, gut, da können wir den hier kaufen, ne? Das lohnt sich dann schon. Goodbye. So, einmal Auto getankt. Zack, sind wir wieder voll. Tja, der Restsprit, der ist halt weg. Aber gut, ist ja auch nicht so tragisch wegen den 3 Litern jetzt da, ne? So, gucken wir mal. Der Vogelschuss-Dingsbums, den hätte ich jetzt da zum Beispiel hergestellt. E. Ich gehe mal auf V, weil da sieht man das besser. Ja, warum nicht? Das ist doch ideal. Direkt am Weg. Wunderbar. Wunderbar. So, sammeln wir mal ein bisschen Geld ein. 250, 150, 2. Nein, ich will nicht spielen. Spiel vorbei, weg. Lass mich raus. Ich will. Da hat mich bloß gerade jetzt hat jemand geschubst. So. Dann hier 300. Hot Dogs. 385 und schon haben wir 2100. Ja, ist okay. Habe ich eigentlich gehofft, dass es wenig Müll, aber gut, ich habe jetzt halt auch schon. Ich war jetzt die ganze Zeit unterwegs, ne? So, tun wir gleich wieder. 50, 50, dann machen wir hier mal Reparatur. Jawohl. Dann schauen wir mal, dass wir vielleicht auch die Reparaturbedürftigkeit der Maschinen ein bisschen reduzieren. Du bist noch bei 80. So, sammeln, Hotdog-Stand, Level 6 aufgestiegen, wunderbar. Dann, P-Mail haben wir nichts. Fähigkeiten, hier.
2000 so, sammelt automatisch das verdiente Geld bei Level 1 Maschinen, Ständen und Maschinen ein. Jeweils sammelt automatisch Verdienste von Maschinen der Stufe 1. Das ist natürlich nicht schlecht, aber es kostet 5000, ne? Weniger Hunger, ja, auf jeden Fall interessant. Weniger Müll ist halt auch gut, ne? Aber gut, müssen wir einfach noch warten. Ich meine, man verdient ja gut Geld. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt halt wenig Geld verdienen. Alles braucht seine Zeit. So, 33, 41. Reparatur 52. Ja, der wird bald soweit sein. Also wegen mir müsste das jetzt auch nicht komplizierter gemacht sein. Mit dem Reparieren. Das passt schon so. Und der Müll stört jetzt halt auch nicht wirklich, muss ich sagen. So, wie ist denn eigentlich unser Park? Oh, wir haben schon fast einen Stern. Nicht schlecht. Und unser Wert ist 4650. Gut. Wir könnten uns eigentlich zwei Aktien kaufen. Aber erstmal was essen. Hier, Burger bitte. Burger bitte. Dann fahren wir nochmal vor. Wie gesagt, es hat auf Dauer alles, ist es nur positiv, ne, mit den Aktien. Ich weiß nicht, vielleicht gehört einem irgendwann dann das Casino, wenn man 100% der Aktien hat. Normalerweise schon bei 51% oder 50%, wenn es dir hast, gehört dir ja im Grunde dann der Laden. Bin jetzt kein Fachmann in solchen Sachen, aber... So. Das VIP, das interessiert mich natürlich auch noch, ne? So, also da haben wir nichts drin, ist klar. So, 5. Dann haben wir 5 Aktienanteile. Das ist nicht schlecht, ey. Da kommt dann nämlich nochmal zusätzlich richtig Asche rein, ne? So, jetzt haben wir noch 596. Da würde ich sagen, investieren wir nochmal in Vorräte. In Bezug auf Hotdogs und... da war das, oder? Technikboot. Lagergeschäft hier. Schauen wir mal, wo wir am wenigsten haben. Da haben wir 29, da haben wir 38. Also kaufen wir doch mal hier zwei und hier einen. Eis haben wir noch nicht. Könnte ich eh noch nicht. 950, Alter. Ja, das taucht schon 50 Stück. So viel Geld muss ich halt dann jeden Tag einnehmen, ne? Da ist jetzt nur die Frage, ob wir uns noch eine Maschine zusätzlich kaufen. Aber das Geld habe ich ja gar nicht. Was kostet das eigentlich? 2500. Kapazität sind 6 Plätze. Wow. Goodbye. Goodbye. Eine Fähigkeit öffnen sollen wir machen. Ja, machen wir dann gleich. Kostet ja auch wieder Geld. So, ich glaube, das andere Auto, was neben dem Haus steht, das ist halt einfach zum Nutzen da, aber Pakete bekomme ich da nicht rein. Ne? Deswegen fahre ich eh lieber mit dem Pickup. So, und jetzt muss ich mal was ausprobieren. Und zwar... Wenn die Autos fahren, dann schieben die mich ja, ne? Hier. Und es gibt hier die Möglichkeit, bei den Einstellungen, Kundenautokollision. Ich mache das jetzt mal auf an. Schauen wir mal. Na toll. Schauen wir mal. Okay, also das bringt nichts, ne? Also ob das jetzt an ist oder aus ist, ist glaube ich egal. So, war hier schon jemand? $700. Ui.
150, 50, also da kommt schon wieder was rein hier. 200, 175, 140. Also wir sind hier nur noch am Geld einsammeln. 210. Und schon haben wir da fast die 2000 voll, ne? Ja, und es gibt halt diesen Roboter, den man sich da kaufen kann, zum Saubermachen. Was auch nicht schlecht ist. So, zeig mal, was du kannst. Daneben. Oh, yes. Ist nur die Frage, was können die Kunden denn da eigentlich gewinnen? Okay, aber interessant, interessant. Es ist echt simpel, also von der Grafik her echt simpel gemacht, das Spiel, ne? Aber macht Spaß. Ich muss echt sagen, mich fesselt's. $50, 25, da kommt echt Geld rein. Ja, okay, da nicht. 35 für den Hotdog, ne? So, wir können ja nochmal einen Parkplatz freischalten, ne? Warte mal, eine Fähigkeit öffnen steht da. Fähigkeit, wir haben jetzt 2000. Sammelgeschick, das Essen würde ich halt gerne machen. Gleiche Adrenalinspiegel für Maschinen und Kunden ist gleich Trinkgeld plus 200. Was mache ich denn da? Da ist noch irgendwas Unbekanntes. Mache ich das Hunger nochmal, dass ich nicht zu viel essen muss? Aber das reduziert halt um 50%. Eigentlich wäre der Müll mir lieber, ne? Erhöht dann die Laufgeschwindigkeit, benötigt 50 Zustand zum Freischalten plus 100%. Und die Verdienste automatisch sammeln ist natürlich auch nicht schlecht. Psch, ich weiß es nicht. Jetzt bist du kaputt. Ernsthaft. Na? So. Dann funktionierst du auch wieder. Nochmal $400 hier drin. Man dreht sich nur mal um und geht ein Stück weg. Und schon liegt da wieder Dreck. Ne, und schon sind die Automaten wieder voll mit Geld. Ja, aber ich glaube, ich sammle am nächsten Tag mal, sammle für den nächsten Tag jetzt mal das Geld, das wir hier noch vorräte, dass ich da immer schaue, dass ich die 100 Stück zum Beispiel voll habe. Das wäre nicht schlecht, aber gut, ich soll als Ding eine Fähigkeit schalten. Mache ich jetzt das oder mache ich das? Wie gesagt, das kostet halt 5000, ne? Aber dann gehe ich lieber auf Müll. Weniger Müll. Ich mache weniger Müll. So, verdienen Sie $1500 an einem Tag? Ja, wenn die Maschinen funktionieren, dann können wir das tatsächlich. Also es geht nur irgendwie von der linken Seite. Ich habe das hier mal probiert, aber da kann man nicht ziehen. Also man muss das immer von der linken Seite her machen. So, wie weit bist du? Du bist bei 60%. Das heißt, du hast nicht genug Geld. E zum Sammeln. Sammeln. Ach so, wenn ich E drücke, dann kann ich das automatisch reparieren lassen. Hä? Kann mit der eh zum Abspielen, ne, will ich nicht. Will ich nicht, das passt schon. Jetzt haben wir eh schon wieder 22:30, vielleicht sehen wir das ja jetzt halt mal, wann der Tag endet, aber ich schätze mal Mitternacht. Das sollte der normale Tag enden, oder? Parkplatz haben wir freigeschalten. Verdienen Sie 1500 an einem Tag. Das sollte kein Problem sein.
Jawohl, die Dame. Nach Hause gehen. Ich bin mal gespannt, ob da mal noch mehr Informationen irgendwann kommen. Als nur, was die halt gerade machen. Ne? Hier zum Beispiel, gehe etwas essen, gehe nach Hause, gehe an den Schießstand. So, 23.30 Uhr. Ich denke mal, dass um Mitternacht ein Ende ist. Ist jetzt einfach mal meine Vermutung. Essen würde ich jetzt gerne nichts, weil wenn wir jetzt dann eh schlafen gehen, sind wir wieder vollgefüllt. So, ich denke mal, dass die letzten jetzt gehen. Du bist so hungrig, iss etwas. Ja komm, dann hau ich mir schnell den Burger rein. So. Anzahl der Müllsäcke, die aufgeräumt werden müssen. Müllsäcke? Alles sauber. Jetzt, ach so. Das ist mir vorher noch gar nicht aufgefallen. Ah, wir sollen jetzt nach Hause gehen, ne? Okay, dann wart mal ab. Wir haben jetzt, nee, das nehme ich, stecke ich mir ein. Wir haben jetzt halt hier 50 und da 50. Schauen wir mal, das sollte am nächsten Tag, wie gesagt, auch noch drin sein. So, wir sind immer noch ganz unten, aber so langsam, ne? Neuer Tag. Du hast eine neue E-Mail erhalten. Klimaaktivisten haben ihren Park gereinigt, als sie nachts vorbeikamen. Das ist schön. Das ist schön. Ich habe aber schon alles aufgeräumt gehabt. So, also, du passt. Ja, und das Geld ist tatsächlich noch drin. So, das ist jetzt keine große Schwierigkeit, ne? Reparaturkasten, eh zur Reparatur. Aber warte mal, wie kann ich denn das dann reparieren lassen? Nicht Kunde. Sammeln wollte ich. Das Ding ist auch kaputt. So. So. Spardose. Null. Noch null. 105. Wunderbar. 1230. Das ist auch auf jeden Fall genügend Geld, dass wir sagen, wir können jetzt mal schnell in die Stadt fahren, können Casino das Geld holen. Und vielleicht dann gleich nochmal Aktien kaufen. Weil ich denke, jetzt wird es nämlich richtig interessant, je mehr Aktien du ja hast, ne? Also die erste, die wir gekauft haben, und die zweite, die haben wir schon längst wieder drin. Die 1000 Dollar. Noch eine neue E-Mail. Okay, wurde ich wieder überfallen oder wie? Schauen wir mal. Kaufen Sie, ja, danke. So, 1485. Das ist doch cool. Dann können wir gleich nochmal zwei Stück kaufen. 7 Anteile. Also wenn sowas ist, ne, dann macht sowas. Kauft von Anfang an immer solche Anteile. Weil irgendwann fahrt ihr dahin und scheffelt hier wirklich das Geld raus ohne Ende. So, jetzt haben wir noch 715. Halt. Eigentlich wollte ich... Wollte ich hier noch rein, ne? Gucken wir mal, ob wir wenigstens 100... okay. Zweimal 48, 44. Für einen Moment, okay, ne? Kaufe und platziere das Karussell. Ja, aber das Karussell, das kostet. Das bringt zwar enorm viel Geld,
Weil wenn da insgesamt 6 Sitzplätze sind, dann ist es natürlich schon nicht schlecht. Aber ist natürlich dann jetzt das nächste Ziel, ne? Und solange ich hier noch nicht ausbauen muss, werde ich das auch sein lassen. 400. Da war 0. 300. 50. 50. 60. 350. Also die Hotdogs, die gehen besser. Zum Glück kommt man überall hin. Aber ich glaube 6000 oder was wir brauchen, ne? So. Schießbude ist schon nicht verkehrt. Ich würde halt gerne hier auch noch einen Weg weiterlegen, dass man dann vielleicht das Karussell. Ich weiß ja nicht, wie groß die Dinger sind, ne? Aber ich denke, wenn wir die Achterbahn oder sowas kaufen, dann müssen wir hier schon einiges wegmachen. Na, Katze. Ich würde ja gerne mit dem Schläger, aber das geht nicht. Habe ich natürlich auch schon probiert. So, 1500, ich weiß nicht, was das kostet, ne? Da bin ich jetzt halt echt überfragt, aber ich denke, 2000 wird es mit Sicherheit sein. Aber was ist denn das? Reparaturkosten? Eh zur Reparatur. Aber das mache ich doch selber oder kann da auch jemand kommen und das reparieren? 156. Nee, das zahle ich die Reparatur. Weil du bist jetzt bei 80, 70, da braucht man noch nichts reparieren. Vorräte hast du noch 43, du 42, also das passt. Da schauen wir doch jetzt mal. Kostenreparatur 220 Dollar. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das jetzt von mir abgezogen wird, weil das ist mir nämlich vorher noch gar nicht aufgefallen. Ja, das zahle ich. Obwohl ich selber repariere. Aber ist okay. Schönes Bild von dir. Sechshundert. Ich muss auf jeden Fall mal was essen. Kann ich die eigentlich auch verwenden? Okay. Und habe ich 1000? Nein, nicht ganz. Highscore 967. Ich weiß gar nicht, was das für. Ah, so ein uralt Spiel vorbei. Punktezahl 5. Okay. Solange ich selber nicht zahlen muss dafür, ne, ist es ja egal. Bin auch schon wieder 300 drin. Jetzt haben wir 2000. Ich denke, dass wir mal schauen, wegen dem Karussell, weil ich kann jetzt ja nicht noch länger hier rumstehen. Gegessen haben wir ja eigentlich erst, also das passt noch. Jetzt bin ich mal gespannt. Also hab ich irgendwas im Kopf von wegen 6000, dass das Ding kostet, das Karussell. Wenn dem so ist, dann okay, dann muss ich halt noch weniger Geld sammeln, ne? So, Maschinenladen. Welcome. 2500, jetzt echt wegen 40. Ja, wegen 40 Dollar. Ist okay. Was man in dem Kopf hat, ne? Hat man in die Beine, sagt man. In dem Fall habe ich es im Tank, weil das kostet mich ja Sprit, das Hin- und Hergefahre.
Aber gut, dann können wir uns das Karussell jetzt ja noch kaufen. Ich werde jetzt sowieso, jetzt habe ich mal diesen dritten Part, also 1, 2 und 3, die Parts habe ich jetzt ja am Stück produziert. Jetzt lasse ich mich mal auf euer Feedback ein. Und je nachdem, wie es euch gefällt, werde ich dann eben nochmal ein oder zwei Parts dranhängen. Vielleicht auch mehr, mal gucken. So. Reparieren, reparieren, reparieren. So, dann Geld einsammeln, Geld einsammeln. Wunderbar, wunderschön. So mag ich das. Immer her mit dem Geld. So. Dann gehen wir nochmal vor. Ohne Schläger. Auf jeden Fall gut, dass das Auto nicht stört. Und dann holen wir uns jetzt mal noch das Karussell zum Schluss. Und ich denke mal, dass uns das richtig viel Umsatz bringt. Wir müssen halt noch ein paar Parkplätze freischalten. Ne? Das ist das Einzige, dass wir hier mehr Leute reinkriegen. Ich wollte eigentlich noch Vorräte kaufen, aber das muss ich dann quasi auf einen anderen Tag verschieben. Welcome, Servusler. So, wie gesagt, Ticketpreis ist 100. Insgesamt gehen 6 Leute rein. Kaufen wir. Ich bin mal gespannt, wie groß das Ding ist. So, rein damit. 430 haben wir doch noch. Dann können wir doch noch mal ganz kurz zumindest jeweils 10 kaufen, oder? Da hätten wir 42 Burger. 46, warte mal, dann machen wir noch mal Burger. Goodbye. Ja, goodbye. Und am nächsten Tag werden wir dann schon alleine aus dem Casino vermutlich ein Tausender kriegen. Also das Mindeste sind ja dann im Grunde 500, weil wir haben glaube ich 5 Aktienteile. Das Höchste wären im Grunde 1500. Also ich schätze jetzt einfach mal mit einem Tausender. So, wieder der Chefparkplatz, so wie es sich gehört, ne? So, einmal E, einmal auf die Vogelperspektive. Oh, ist das Ding groß? Ist das Ding groß? Dreh mal ein bisschen. Ich würde das schon gerne gerade haben wollen, aber ich kriege das irgendwie nicht hin. Ah, so ungefähr passt. Machen wir das doch einfach mal dann daher. Direkt am Wegende. Man kann es ja jederzeit, ne? Okay, nice park, increase park value 5000, first machine by big machine als Erfolge. Du kannst deine Maschinen starten, indem du diesen Hebel auf dem Steuerpult betätigst. Du kannst deine Maschine von dort aus reparieren. Sie sollten die Kunden, die ihre Maschine besteigen, überprüfen, ob sie ein Ticket gekauft haben, indem sie die Taste E drücken. Du kannst deine Maschine erleben, indem du dich auf den Maschinensitz setzt. Okay, kann man selber mitfahren. Du kannst Geld aus der Kasse sammeln. Maschinenarbeiter. E, um zu kaufen, 4000. So. Ticket. Tja, müssen wir halt jetzt erst einmal warten, ne? Müssen wir warten. Und würde ich sagen, dann machen wir das halt beim nächsten Mal. Ganz einfach. So. Genau, die lassen wir jetzt einfach warten. Machen wir beim nächsten Mal. Leute, wenn euch der Part gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare. Nicht vergessen, ein Abo da zu lassen, dass ihr keinen Part mehr verpasst. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao. Bye.